Und damit einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Beam und ich heiße euch herzlich willkommen zur zweiten Folge Planet Zoo, die Beta im Franchise-Modus. So Leute, letzte Folge haben wir uns jetzt erstmal erfolgreich um das Ganges Gavial, also diese Krokodile hier, um das Gehege gekümmert. Ist erstmal soweit alles okay, Wohlbefinden ist noch nicht so super, wir müssen jetzt gleich noch die Lebensqualität erhöhen, ne? Mit Durchforschung und so weiter kriegen wir dann noch neue Gegenstände. Hier ist übrigens noch das Weibchen. Ich bin eigentlich gespannt, ob wir jetzt hinbekommen, dass da noch ein kleines Baby rauskommt. Mal gucken. So, Gelände ist auf jeden Fall erstmal gut. Alles im grünen Bereich. Umgebung ist jetzt auch alles im grünen Bereich. Lebensqualität, ne? Darum kümmern wir uns gleich. Und dann müssen wir mal gucken, dann wie wir das... Ach, Sozialverhalten ist jetzt auch super. Ja, mal gucken. Wir können sogar noch mehr Krokodile ranholen, theoretisch, wenn wir wollen. So, als erstes, bevor wir jetzt hier irgendwas machen, wir müssen uns jetzt noch ein bisschen um die Einnahmen kümmern. Aktuell machen wir nämlich auf jeden Fall noch Minus. Und eine Wasseraufbereitungsanlage müssen wir dann auch gleich noch bauen. Aber lasst uns erstmal jetzt darum kümmern, dass sich die Leute hier noch ein bisschen wohler fühlen. Ich werde auch mal ganz kurz Pause machen, weil aktuell machen wir noch Minus. So, und ich habe mir dann nämlich jetzt schon was Kleines überlegt. Ich würde nämlich gerne hier an dieser Kreuzung, wir werden ja noch ganz viel, das war ja ein Ballungsgebiet an Gehegen hier überall. Ja. Deswegen würde ich hier jetzt gerne irgendwie so Restaurants hin machen und wo die Leute was trinken können und ne, das bringt ja dann alles auch ein bisschen Geld. Und die Parkbesucher freuen sich darüber auch. Jo, meinetwegen können wir solche Pflastersteine nehmen. So, würde ich erstmal jetzt hier lang ziehen. Dann würde ich genau das gleiche auch. Moment, ich hätte das aber gerne ungefähr an dieser Stelle hier genauso machen. Und jetzt gucken wir mal eben, was wir hier an Gebäuden noch ranbauen können, was irgendwie für die Gäste sehr gut ist. Gästeeinrichtung. Finanzen. Geldautomat. So, dann Getränkestände. Da würde ich erstmal Planet Zoo Drink Shop, das klingt doch super. Würde ich ungefähr so bauen, dann könnte noch, wenn da eine Warteschlange ist, wäre das dann nicht ganz so schlimm. So, dann Imbissstände, da haben wir Planet Zoo Food Shop. Jo, bauen wir auch noch. Wir müssen jetzt mal gucken, ne? Das Geld, das geht jetzt langsam nach unten. Ne? Was haben wir denn noch Schönes? Information, das würde ich wahrscheinlich eher hier an den Anfangsbereich bauen wollen oder hierhin. Das könnte auch Sinn machen. Oder wir bauen das erstmal auf diese Seite hier. Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. Ja, machen wir das Infozentrum, machen wir hier erstmal rüber. Moment, da hätte ich aber gerne das Gebäude dafür. Übrigens, das hier habe ich mal runtergeladen aus dem Workshop. Das Gebäude. Das geht nämlich auch schon. Das hat irgendjemand zusammengebastelt, ne? Das sieht gar nicht so scheiße aus, aber da haben wir leider nicht das Geld dafür. Ne? Aber ey, das ist sau cool, dass Workshop schon geht und man sich einfach Gebäude runterladen kann. So, Infoshop bauen wir hier hin. Und dann hätte ich gerne noch für Merch dieses Gebäude hier. Knappe direkt daneben. Alles klar, Leute. So, kaum Geld noch da, aber egal. Nur fest müssen wir dann einfach ein Darlehen aufnehmen. Jetzt müssen wir erstmal die Leute einstellen. Mitarbeiter, ich lasse mal ganz kurz hier ein bisschen schneller laufen. Und wir brauchen Verkäufer. Eins. Zwei. Kann ich auch mal zeigen, das ist voll cool, wie die hier dann über die Theke springen. So, Mitarbeiter und so kann man übrigens dann auch weiterbilden und alles, ne? Das geht natürlich auch. Ist halt alles schon ein bisschen mehr Simulation und komplexer als bei Planet Coaster, zumindest so was die Wirtschaftsteile angeht, was ich sehr, sehr cool finde. So, jetzt brauchen wir Bänke und so weiter. So, Mülleimer, Bänke und Sicherheit. Da würde ich nämlich hier jetzt extra mal noch so ein paar Picknickbänke hinsetzen, deswegen habe ich hier nämlich noch so einen separaten Weg gemacht. So, setzen wir einfach mal hier an. Ziehen das natürlich einfach so ein bisschen durch und dann können die Leute, wenn sie wollen, dann auch hier ihr Trinken oder ihr Essen einnehmen. So, ich denke, das reicht erstmal aus. So, dann haben wir noch Mülleimer. Ja, machen wir gleich Recycling-Container. Machen wir hier einen an die Ecke. So, hier würde ich auch noch einen hinmachen. Hier genauso. Und jetzt würde ich hier überall noch ein bisschen welche verteilen. Hier am Infostand zum Beispiel auch. Beziehungsweise da, wo es den Merch gibt. Können das auch außerhalb des Weges bauen. Das ist wahrscheinlich hier sogar cooler, wenn ich so drüber nachdenke. Machen wir hier mal noch Mülleimer hin. Und hier genauso. Und vor dem Tiergehege hätte ich genauso gerne Mülleimer. Das wäre sehr, sehr cool. Machen wir aber auf diese Seite hier. So. Und hier genauso. Und wenn wir einmal dabei sind, würde ich hier auch erstmal alles zupflastern. So. Da müssen wir uns dann später nicht mehr drum kümmern. So, dann würde ich jetzt hier noch ein paar Bänke hin platzieren. Gerade vor den Krokodilen macht das, glaube ich, sehr viel Sinn. So, und hier jetzt verteilt auch überall noch welche hin. So, hier würde ich ja wahrscheinlich lieber noch Bäume oder so oder Büsche hinsetzen. Muss ich mal gucken, vielleicht mache ich das dann sogar noch ein bisschen weiter dann auseinander wieder. Machen wir hier mal noch Bänke hin. Hier genauso. Wir werden ja sehen, ja, wenn dann irgendwas irgendwie komplett voll ist oder so, dann machen wir halt dann einfach noch mehr.
So, aber guck mal hier, der Infostand, der wird richtig ordentlich benutzt. Und Ballons kaufen die auch, oder? Was kaufen die denn hier? Wir können ja mal eben gucken, was hier Schönes verkauft wird gerade. Roter Ballon für 9 Dollar. Okay, orangefarbener Ballon auch 9 Dollar. Wir können ja irgendwann mal rosa Ballon Sonderangebot machen oder so. Aufnahmepaket. Okay, sehr interessant. Ich würde wahrscheinlich auch mal den Eintritt ein bisschen erhöhen von dem Zoo. Wir können ja mal eben schauen, was wir aktuell an Eintritt wollen. Zoo-Eingang. Aktuell wollen wir 3 Dollar. Was sagen denn die Leute? Der Preis für das Standardticket des Zoos ist einfach klasse. Ja komm, lass mal 1, 2 Dollar erhöhen oder so. Machen wir mal hier 5 Dollar. Ach komm, machen wir mal 6 Dollar. Und Familie pro Kind machen wir 5 Dollar. Und jetzt gucken wir einfach mal, was die jetzt gleich über den Preis sagen, wenn sie reinkommen. Viel zu teuer. Viel zu teuer. Sind aber teuer. 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 Okay, es ist teuer. Dann würde ich sagen, wir gehen wieder eins runter hier. Mal gucken, machen wir 5 Dollar, 4 Dollar und schauen dann das einfach mal. Ja? Wir merken uns einfach, wir sind ungefähr bei 190 Gästen. Wenn das jetzt irgendwie auf 130 runter geht oder so, würde ich den Preis wahrscheinlich wieder etwas reduzieren. So, gut. Das hätten wir jetzt erstmal. Also man muss schon sagen, das Spiel ist sehr, sehr realistisch, weil Krokodile machen hier genau das, was sie auch immer machen, wenn ich im Leipziger Zoo bin. Sie pennen. Außer das Weibchen, das planscht gerade schön im Wasser herum. Und jetzt schüttelt es aber auch gerade. Okay, ich bin echt mal gespannt, ob die dann ein Baby machen oder nicht. Affen. Oh ja, da hätte ich Lust drauf. Aufnehmen. Erfolgreich. Wir brauchen da aber unbedingt noch ein Weibchen. Das wäre super. Noch ein Männchen könnten wir auch machen, da habe ich aber nicht das Geld dafür. Okay, alles klar. Dann machen wir mal jetzt ein Affengehege als nächstes, würde ich vorschlagen. Da hätte ich ja Bock drauf. Wir müssen jetzt aber auf jeden Fall ein Darlehen aufnehmen. Da kommen wir leider nicht drum herum. Ich gucke gleich mal, ob ich noch so einen Affen bekomme. Vielleicht sogar weiblich. Das wäre super. So, Finanzen, Darlehen. Ich würde wahrscheinlich das 20.000 Dollar Darlehen nehmen. 5.000 Dollar, das bringt uns nicht so viel. Da sind die Zinsen auch zu hoch. 75.000 Dollar zahlen wir uns dumm und dämlich. Machen wir das hier. So, wir müssen jetzt 6.000 Dollar pro Jahr zurückzahlen. Wir werden jetzt natürlich bilanzmäßig gut Minus machen erstmal. Ich werde jetzt nochmal in Ruhe gucken, ob ich noch ein paar Tiere aufkaufen kann, okay? Ja, mein Weibchen, Leute. Aufnehmen. Okay, jetzt haben wir Männchen und Weibchen. Wollen wir gleich noch einen holen? Dann haben wir halt 3 Affen. Affen sind doch wirklich immer viele im Gehege. Komm, dann nehmen wir den jetzt auch noch. Mal sehen, ob es klappt. Nice. So Leute, ich habe mal noch so eine Riesenschildkröte geholt. Leider gibt es davon keine Weibchen. Ne? Das ist ja eine andere Art, leider. Ah, nice, Leute, gibt es einen neuen Affen, neues Weibchen. Aufnehmen, bitte. Okay, sehr, sehr cool. Ich bin jetzt wirklich schon seit 15 Minuten dabei, immer wieder zu aktualisieren, weil es werden immer wieder neue Tiere angeboten. Manchmal dauert das aber immer eine Weile. Hier könnten wir auch Flusspferde holen. Fruchtbarkeitsgen 17%. Das sieht gut aus. Aufnehmen, mal sehen, ob es klappt. Leider nicht. Manchmal geht das leider nicht. Ich glaube, das liegt daran, dass es eine Beta ist und wie gesagt, das läuft ja alles online ab. Ich finde es aber super, dass wir jetzt noch einen Affen haben. Ah, wartet mal, hier wäre noch eine weibliche Schildkröte. Aufnehmen. Das hat geklappt diesmal. Okay, sehr cool. Moment. Tierhandelszentrum. Nice, jetzt haben wir eine weibliche und eine männliche Riesenschildkröte. Sehr, sehr cool. So, Leute, da würde ich sagen, wir machen jetzt erstmal ein kleines Gehege für die Galapagos Riesenschildkröte. Regenwald, 14 bis 40 Grad, 230 Quadratmeter muss das Gehege groß sein. Und danach machen wir das für die Affen. So, ich werde das nochmal kurz ändern. Hier machen wir 16 Meter, hier genauso. So, dann hätte ich gerne hier 5 Meter um die Ecke, hier genauso. Und jetzt würde ich das miteinander verbinden. So. Ja, hier bitte auch nochmal. Und jetzt machen wir hier den Mitarbeitereingang rein und dann kann ich hier noch einen Mitarbeiterweg machen. Das ist eigentlich ganz cool. Das hätte ich jetzt gerne mittig ungefähr davon. Das hier sieht ganz gut aus. Und jetzt Mitarbeiterweg. So, ziehen wir jetzt gerade hier so lange. Jetzt hoffe ich, dass ich das noch unten bekomme hier. Sieht gut aus. Da ist die erste. Nice. Die sind immer sehr, 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 sehr entspannt. Also sie mögen keinen Elefantenbaum und keine Flussbuschweide. Sind die denn hier drinne? Sind das die Pflanzen oder was? Elefantenbaum. Okay, mach mal weg. Und das hier bitte auch wegmachen. So. Also, hätten wir. Wir können auch erstmal so hier machen, da hat sie noch ein bisschen mehr Platz.
Sieht ein bisschen individueller aus. Oh, gut, Leute, machen wir weiter an der Stelle. Ich musste eben mal das Spiel neu starten, weil es gab gerade Verbindungsprobleme mit dem Franchise-Modus. Wie gesagt, das läuft ja alles online ab und so. Jetzt geht wieder alles und ich habe gleich mal die Gelegenheit genutzt und sämtliche Tiere, die ich in meinem Zoo vom Stream hatte, den ich an den Sand gesetzt habe, habe ich mal alle Tiere ins Handelszentrum gebracht, dass wir die jetzt Step-by-Step bei uns in diesen Zoo bringen können, in der Hoffnung, dass wir das jetzt hier ordentlich hinbekommen. Auch im Sinne der Tiere. Ne? Deswegen habe ich jetzt hier noch zwei Flusspferde zum Beispiel. Die können wir dann gleich dann vielleicht auch noch platzieren. Mal gucken. Also theoretisch müsste jetzt gleich ein Tierpfleger kommen und die zweite Schildkröte da reinbringen. Ja, da ist er unterwegs. Das ist die falsche Richtung, mein Freund. Du musst in diese Richtung, ne? Ich werde auf jeden Fall dann jetzt gleich hier deutlich mehr Vegetation hinmachen. So, und wir brauchen hier unbedingt eine Spendenbox. Darum können wir uns jetzt ja schon mal kümmern. Einrichtung. Jo, und da ist die zweite Schildkröte. Jetzt sind sie nicht mehr so alleine. Um das Gehege kümmere ich mich gleich. Ich würde mal die Mülltonne hier entfernen an der Stelle. Nicht, dass die Leute das so wechseln mit der Spendendose. Das muss ja nicht sein. Machen wir mal so hier. Und jetzt Einrichtung. Spendenbüchse. Platzieren wir mal hier hin. So. Okay, Leute. So, jetzt muss man das Gehege eben mal noch schnell schön machen. Gelände. Das Gehege ist auf jeden Fall groß genug. Ich werde es vielleicht dann sogar noch ein bisschen ausbauen. Mal gucken von der Größe. Aber sie haben 100 Quadratmeter mehr als notwendig ist. Dim dim. Cool, Leute. Wir können jetzt irgendwas Neues bauen. 3 neue Gegenstände für unser Krokodil. Das gucken wir jetzt gleich mal. Ich würde das gleich weiter erforschen lassen. So, sieht schon deutlich besser aus. Dann brauchen wir etwas mehr Gras kurz. Machen wir das auch mal. So, dass es schön mittig ist irgendwie. Und ein bisschen Felsen hätte sie auch noch gerne. Also, das passt natürlich, aber ne, so gefällt sie dann vielleicht noch ein bisschen besser. Machen wir es so hier. Das sieht ganz okay aus. So, stabiler Rückzugsort wäre noch ganz angenehm. Gala. So, und jetzt werden uns hier alle Gegenstände angezeigt, die für die Schildkröte schön sind. Wie zum Beispiel so ein Sprinkler. Okay, dann platzieren wir den mal hier hin. So, dann werde ich hier noch Schlafmöglichkeiten platzieren. Wir haben aktuell 2 Schildkröten, also kommen noch 2 Schlafmöglichkeiten hin. Ich weiß nicht, ob wir jetzt wirklich so einen riesen Rückzugsort jetzt hier hinbauen müssen. Aber ich glaube schon, dass es Sinn machen könnte. Wir gucken nochmal ganz kurz. Na, guck mal, die Lebensqualität hat sich erhöht. Ich glaube, das liegt an diesem Ding hier. Sieht übrigens... Irgendwie sieht das ganz schön fett aus, auch mit der Masse und so weiter. Also grafisch ist das wirklich der absolute Wahnsinn. Stabiler Rückzugsort, 0%. Na gut, alles klar, dann kriegt ihr von mir so einen kleinen Rückzugsort. Nahrung und so müssen wir uns noch kümmern, das haben wir noch gar nicht gemacht. Futtertrog, wollte ich sagen, machen wir einen kleinen. Machen wir mal hier hin. So, und hier kommt noch eine kleine Wasserschüssel. Machen wir aber 2, oder? Finde ich irgendwie besser. Jo, gut, alles klar, Leute. Ein bisschen Pflanzen wäre natürlich noch schön. Biom Tropen. Südmittelamerika. So, hätten wir. Die müssten die Bananenstaude eigentlich gerne haben. Wir gucken mal. Ja, die haben damit kein Problem. Wunderbar. So. Dann kommt hier noch ein verfallener Trompetenbaum hin. So, ich gucke nochmal hier unten. Nö, damit haben die alles, das finden die alles super. Das haben die auch gerne, wunderbar. So, und jetzt hätte ich hier gerne noch ein paar Büsche. Okay, ich denke, was Pflanzen angeht, sieht das jetzt erstmal ganz gut aus. Machen wir noch eine Bananenstaude hin. Und dann passt das jetzt aber erstmal. So. Alles klar, Leute, dann lasst uns das mal ganz kurz mal aus der Nähe anschauen. Er hat gerade wieder Futter aufgefüllt. Da freuen sie sich. Oh ja. Das ist noch ganz schön geworden dafür. Also ich meine, so super groß ist es jetzt nicht, aber ich meine, sie scheint sich ja wohl zu fühlen. Oh, guck mal, da trinkt sie. Ich guck mal, hier sieht man sogar einen Regenbogen. Oh, ich freue mich, Leute. So, okay, wir gucken nochmal. Lebensqualität 50%. Wie gesagt, ne, das müssen wir durch Forschung und so weiter nach oben bringen. Ansonsten sieht das erstmal ganz okay aus. Sie ist hungrig, aber hier ist Essen. Das heißt, sie kann jetzt essen gehen. Es dauert halt nur ungefähr 5 Minuten oder so. Dann kann sie futtern.
Das ist erstmal okay. Stabiler Rückzugsort. Müssen wir mal gucken, dass wir es irgendwie auf 100% bekommen über die Zeit. Umgebung ist super gut. Lebensqualität, ne, hat man eben. Aber seht ihr hier, der Springer, das sorgt für Lebensqualität. Ne? Ja, nice. Und die sind auch noch nicht so alt. Also die werden bestimmt auch noch Kinder bekommen. Man kann das nämlich auch nachgucken. Artendaten. Und hier steht nämlich Alter, Sterilität. Also ab dem Moment können die keine Kinder mehr bekommen. Zumindest verstehe ich das so. Ist der Tod. Ne? Und die werden... Und die werden ungefähr 100 Jahre alt. Also, ja, da ist noch genügend Zeit, dass da auch noch kleine Babyschildkröten rauskommen. Finde ich cool. So. Schön. So, und die Leute finden es auch gut, oder? Wie sieht's aus? Was sagt er? Der Preis für das Standardticket des Zoos ist schon ganz fair so. Das ist neutral. Ja, wir machen den Zoo jetzt einfach immer attraktiver und attraktiver und dann passt das. Auf jeden Fall haben wir jetzt schon mal 240 Gäste, ne? Also die Schildkröten haben jetzt auch ein bisschen was gebracht. Lass mal ganz kurz gucken, wegen den Krokodilen, ob wir da, wir haben doch jetzt was erforscht, ob wir da jetzt was Neues bauen können. Gang, ne. Ah, das könnte der Sprinkler sogar sein. Das könnte sein, dass wir deswegen den Sprinkler freigeschaltet haben. Die sind, glaube ich, gerne hier beim Essen. Ich würde, aber nicht direkt beim Essen, das ist auch doof, wenn es da ständig nass ist. Ich würde vielleicht mal hier vorne irgendwo. Hier vielleicht. Und vielleicht noch hier, dass wir ein bisschen die Auswahl haben. Dass wir Sprinkler hinsetzen. Ach, lul. Okay, den mache ich wieder weg. Ich denke, da hinten reicht aus, insofern ich den ordentlich platziere und nicht auf den Busch drauf. Vielleicht hier. So. Und da können sie nämlich, wenn sie wollen, dann auch sich in den Springer reinhauen. Wir gucken mal ganz kurz, wie es aussieht. Lebensqualität ist jetzt 50%. Gehege ist nur noch 52%. Warum das denn? Warum das denn? Ah, guck mal, ein kleiner Ball. Das haben wir wahrscheinlich gerade auch eben erforscht. Okay, das hauen wir mal hier irgendwie hin. Moment, hauen wir hier. Hier hin. Qualität der letzten Mahlzeit war nicht gut. Sauberkeit der letzten Flüssigkeit zuvor. Ah, das Wasser ist dreckig, Leute. Das ist das Problem. Ich hab's. Wir brauchen unbedingt so eine Wasserreinigungsanlage. Die habe ich nämlich noch nicht gebaut. Deswegen geht's den Scheiße, Leute. Wasseraufbereitung. Genau das hier. Genau, seht ihr das? Das ist sogar schon rot, der See. Der ist super dreckig. So, da bauen wir die erstmal hier in die Wasseraufbereitungsanlage. Alles klar, Leute. Das Wasser sieht auch nicht mehr so geil aus, ne? Jo, er ist sauber. Oh Gott sei Dank, ey. Ey, das haben wir gerade noch rechtzeitig gemerkt, glaube ich. Ich habe schon einen Schreck bekommen. Guck mal, das Wohlbefinden, wie schlecht das ist. Das müsste jetzt ganz schnell wieder nach oben gehen, rein theoretisch. Oh, meine arme Ishida. Ah, guck mal, das Wasser sieht schon viel besser aus, tatsächlich. Das war wirklich davor viel dreckiger gewesen. Da konnte man auch nicht mehr durchgucken. Ah, sehr cool, wie detailliert das ist, oder? Nice. So, jetzt schaue ich nochmal nach meinen Schildkröten, wie es hingeht. Da ist alles super. Jetzt geht das Geld aber richtig ordentlich nach oben. Haben wir das Darlehen jetzt endlich abbezahlt? Weil das würde bedeuten, dass wir dann jetzt kein Minus mehr machen. Ich glaube, wir haben eine relativ gute Bilanz dann ansonsten. Ich gucke noch gerade, Darlehen ist noch nicht abbezahlt. Keine Ahnung, wo wir jetzt gerade so viel Geld herbekommen haben. Ich weiß es nicht. Aber wir haben mehr Einnahmen als Ausgaben, obwohl wir die ganze Zeit Ausgaben haben für das Darlehen. Ist aber bald abbezahlt, da müssen wir richtig ordentlich Plus machen. So. Und die Anlage ist ausgefallen. Techniker wurde angefordert. Okay, wo ist denn der Techniker? Hier ist der Techniker. Mein lieber Techniker, was machst du? Repariert den Zaun. Ah, Barrierestatus 50%. Ja, das muss nämlich auch immer alles repariert werden. Okay. Ey, wartet mal, aber wenn wir jetzt $1500 haben, dann würde ich nämlich doch jetzt hier mal gucken, dass wir die Nilpferde jetzt hier mal reinbekommen. Uff. Könnte sein, dass das ein bisschen viel ist, oder? Ich weiß es nicht. Muss man gleich mal gucken. Aber es sieht eigentlich ganz geil aus. Ich würde das erstmal so lassen. So, Barriere. Yo, Leute, das würde gehen. Wir könnten das hier verbinden miteinander. Das fände ich ja super cool. Ja, das machen wir dann, wenn ich ein bisschen mehr Geld wieder habe, okay? Da zieht sich dann hier so richtig so ein Fluss lang und dann machen wir irgendwo noch einen riesen See. Und so, wisst ihr? Machen wir dann. So, dann hätte ich jetzt gerne hier erstmal den Eingang. Ich würde mal hier den Zaun wegmachen. So. Und da würde ich das nämlich gerne hier durchziehen, das Wasser. Ich glaube, das würde ganz cool aussehen. Mal sehen, ob wir das irgendwie hinkriegen. Es kann halt sein, dass ich das nicht ganz so tief machen darf. Oder probieren wir es gleich einfach mal aus. So, und da würde ich jetzt hier einfach mal rote Ziegel nehmen.
Okay, alles klar. So, und jetzt hauen wir hier Wasser rein. Mal gucken, ob das jetzt funktioniert. Das würde mich mega freuen. So. Yo! Nice, Leute. Das ist mega cool. So sieht, glaube ich, ganz gut aus. Alles klar, und jetzt muss man das hier noch irgendwie wieder abschließen. Barrieren. Tudum, hätten wir. Alles klar. So, dann warten wir jetzt mal, dass die Nilpferde endlich ankommen. Und dann schauen wir mal, dass wir das hier alles noch ein bisschen schöner anpassen können. Das wäre auf jeden Fall ganz nice. Transportieren die wirklich das Nilpferd in dieser Box da? Oh, es war eine Zauberbox. Okay, das hat ein bisschen was von der TARDIS oder so. Von Doctor Who. Alles klar, und dann kommt das zweite. So, das ist jetzt Afria. Das ist das Weibchen. Und das ist das Männchen. Das ist auch deutlich größer. Jo, erstmal ein bisschen am Hintern schnuppern, ne? Oh, sehr cool, sehr cool, sehr cool. Das freut mich. So, Leute, dann lasst uns mal drum kümmern, dass sie sich jetzt hier auch wohlfühlen. Das sieht schon mal sehr, sehr gut aus. Ach, krass, guckt mal, Landfläche könnte deutlich mehr sein. Und Wasser ein bisschen weniger. So gut, Leute. Jetzt müsste es eigentlich passen von der Größe ungefähr. Wir schauen mal eben. Jetzt mal weiter nach oben. Umgebung. Gelände. So, alles klar. Wir benötigen 1500 Quadratmeter Land. Wir haben jetzt 1800 und Fluss und Wasserfläche genauso. Das sieht erstmal gut aus. Das ist erstmal nice. Und jetzt müssen wir uns noch um den Belag kümmern. Ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. So, das ist in Ordnung. Dann brauchen wir noch ein bisschen Fels. Ich würde mal die Stärke nicht ganz so krass machen. Dann sieht das immer ein bisschen schicker aus, wenn das nicht ganz so abrupt ist, der Kontrast. Machen wir vielleicht auch mal hier noch ein bisschen Fels hin. Dann hier genauso. So, und jetzt Graslang ist jetzt auch im grünen Bereich endlich. Wunderbar. Okay, ein bisschen mehr Sand können sie auch noch gebrauchen. Sieht halt ein bisschen schicker aus dann. Machen wir noch ein bisschen Sand hin. So. 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 Einfach was besser, aber die können wir hier auch schon mal welche einsetzen. Ich werde dann übrigens auch gleich ein bisschen mit Vorspulen arbeiten und allgemein den Zoo mal ein bisschen schöner machen, was so Detailarbeit angeht und so. Wie sieht's aus? Okay, alles klar. Ich musste mal eben diesen ganzen Bambus, den ich bei den Krokodilen hatte, noch ein bisschen weiter nach links verschieben, weil die Flusspferde mochten das nicht. Das war anscheinend zu nah an deren Gehege dran gewesen. Ich denke aber, so kann man es lassen. Ich werde das ja auch mal wieder hier verschieben. Aber eigentlich mag ich das, wenn die Mauer ein bisschen abgedeckt ist. Das sieht irgendwie cooler aus. Machen wir so hier. Ich hoffe, das ist jetzt in Ordnung für euch. Sieht gut aus. Wunderbar. Alles klar. Aber die wollen nicht mehr pflanzen. Ich würde gerne ein bisschen was hinbauen, aber die wollen einfach nicht mehr. Das scheint denen so sehr, sehr gut zu gefallen. Und es scheint ihnen auch sehr, sehr gut zu schmecken. Das mich natürlich sehr, sehr freut. So. Was können wir denn noch für euch machen? Okay, es gibt nicht genügend Rückzugsorte. So, jetzt müsste es aber passen. Wir brauchen aber auch noch irgendwelche Schlafmöglichkeiten. Da hätte ich gerne groß, groß, groß. Warum das hier? Gehege, Schlafmöglichkeit, groß. Wunderbar. Dann machen wir hier zwei rein. Können Sie sich auch aussuchen, ne? Wenn Sie zusammen schlafen wollen in einem Häuschen oder so, habe ich nichts dagegen. Ich habe nichts gegen den. Ich habe nichts gegen den Babyflusspferd, wollte ich gerade sagen. Die scheinen sich zu mögen, die zwei. Ja? Wir können mal gucken, sozial. Sozialverhalten. 91%. Guck mal. Also, die haben sich wirklich in allen Bereichen sehr viel Mühe gegeben. Kann man sagen, was man will, ne? Ah, super entspannt. Ah, ich finde das super, Leute. Ich finde das wirklich super. So, gut, ich guck mal weiter, ob ich noch irgendwie einen Kollegen finde für die zwei. Also aktuell wird leider kein Flusspferd angeboten, was ich kaufen kann. Das ist ein bisschen schade. Wir brauchen unbedingt mehr von diesen Arterhaltungspunkten. Ja. Nur so können wir dann später übrigens auch Elefanten und Tiger holen. Alles andere geht irgendwie nicht. So, warum ist hier eigentlich noch hohes Gras? Moment. Ich habe eine Idee. Ich weiß warum. Mach mal hier Gras kurz. So, und schon sieht das gleich wieder viel, viel besser aus.
Jo, schön, das ist erstmal voller Erfolg. Unser Zoo, erstens, unsere Gäste sind halbwegs glücklich. Hungerdurst ist noch nicht so cool. Muss man mal gucken, warum. Auf jeden Fall können sie hier essen. Und die setzen sich jetzt sogar hin, die nutzen die Bänke. Wunderbar. Das Problem könnte sein, dass hier niemand arbeitet. Hier ist kein Verkäufer. Hier war aber definitiv mal ein Verkäufer gewesen. Die haben auch schon Umsatz gemacht. Ich würde mal noch einen Verkäufer mehr holen. Und dann würde ich gleich noch einen Tierarzt ranholen, glaube ich. Und wir haben schon wieder neue Forschung. Okay, sind wir da jetzt schon fertig? Moment. So, und das geht dann in Bildungspunkte. Ich habe keine Ahnung, was das bringt. Ich würde aber vorschlagen, dass wir das erstmal abbrechen und jetzt auf Flusspferde gehen und da jetzt erstmal forschen. Das finde ich deutlich besser. So, hätten wir. Und damit im Zusammenhang hätte ich auch sehr, sehr gerne noch einen Tierarzt. Müssen wir aber auch gleich noch ein neues Gebäude bauen. Also so. Ich würde mal noch einen zweiten Techniker einstellen. Wir können die übrigens auch upgraden, die Leute. Aber guckt mal, wie die überarbeitet sind hier. Guckt euch mal die Energie an. Holen wir noch einen zweiten Techniker. So. Einen Sicherheitsbeamten können wir auch langsam mal gebrauchen. Das hatten wir noch gar nicht. Da muss ich aber, glaube ich, noch das Gebäude dafür bauen. Und Verkäufer hätte ich gerne auch noch. So, holen wir es mal hier hin. Okay, ansonsten... Ah, das ist auch nicht besetzt. Okay, ich hole zwei Verkäufer. Was soll's. Ich denke, das passt erstmal. So, hier steht's. Tierärzte benötigen ein Forschungszentrum, um Tierforschung betreiben zu können. Das heißt, wir brauchen noch ein zweites Forschungszentrum. Das haben wir hier. So würde ich das mir hier daneben bauen. So, und jetzt müssen wir rein theoretisch zwei Sachen gleichzeitig erforschen können. Dann darfst du dich ein bisschen um die Schildkröten kümmern. Dass wir da jetzt mal noch ein bisschen mehr freischalten. So, gut Leute, alles klar. Das wäre es dann erstmal mit dieser Folge gewesen. Ich glaube, Anfang nächster Folge werde ich erstmal ein bisschen mit Vorspulen arbeiten, mal ein bisschen noch Detailarbeit machen. So, gerade, weiß ich nicht, solche Bereiche hier können wir doch wunderbar und schön ausfüllen und schick machen. Aber wir haben es jetzt in dieser Folge erstmal hinbekommen, dass wir finanziell mit Darlehen das jetzt geschafft haben, eine positive Bilanz erstmal zu erreichen, was sehr, sehr cool ist. Babyschildkröten! Wir sind Babyschildkröten. Oh. Wir haben voll viele. 1, 2, 3. Was geht ab? Alter. Das freut mich richtig, ey. Was geht ab? Ach du Scheiße, sind das viele. Was passiert denn hier? Nicht die Babyschildkröten aufsaugen, mein Guter. Der macht nämlich sauber gerade. Der macht gerade sauber. Ich glaube, wir müssen auch gleich noch mehr einstellen. Also mehr Dudes, die er sauber machen und so. Ich muss mal eben gucken, Sozialverhalten. Das sieht alles okay aus. Es kann aber gut sein, dass wir dann irgendwann da ein bisschen umsiedeln müssen, wenn wir dann zu viele davon haben. Was geht denn ab hier? Teresa und Alejandro. Ja, ja, ja. Haben ganz schön Vollgas gegeben, auf jeden Fall. Ah, wie gut, Leute, wie gut. Ey, hoffentlich passiert das auch noch mit den Krokodilen. Ich würde mich ja mega freuen. Es ist auf jeden Fall nicht unwahrscheinlich. Lebensqualität, Genetik, Fruchtbarkeit 66%. Also spricht, glaube ich, nichts dagegen, dass sie auch Babys bekommen können. 22 Jahre alt, 23 Jahre alt. Ich glaube, da können die noch Kinder bekommen. Ja, auf jeden Fall gut möglich. Ach, geil, ey. Das Spiel ist wirklich großartig. Mal gucken, ob wir die ersten Babyflusspferde da noch haben und so. Ganz viele kleine Babyschildkröten. Wie gut ist das bitte? So, und die hauen natürlich jetzt hier das Geld rein. Das ist schön, da können wir uns nämlich noch besser dann um unsere Tiere kümmern. So, ach guck mal, sind jetzt hier auch voll die Schlangen. Ja, hier, wir müssen die auf jeden Fall dann noch weiterbilden, die ganzen Leute. Dann würde ich mich erstmal für diese Folge verabschieden. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Nächste Folge werde ich, wie gesagt, ein bisschen Detailarbeit machen und dann würde ich sehr, sehr gerne... Ich glaube, die zwei mögen sich. Ich glaube, Babyflusspferd wird nicht mehr lange dauern. Affengehege würde ich mich gerne nächste Folge dann kümmern. Wollte ich diese Folge machen, habe ich nicht geschafft. Dafür haben wir das jetzt alles gemacht und auch Babyschildkröten und so. Ich denke, das ist in Ordnung. Damit kann man leben. Ne? Dafür nächste Folge machen wir das dann mit den Affen. So Leute, ich würde mich sehr über einen Daumen freuen und vor allem auch über Feedback. Vielleicht habt ihr auch noch ein paar coole Ideen, weil zum Beispiel das mit dem Fluss durch Gehege ziehen, das hat jemand in die Kommentare geschrieben. Sonst alleine wäre ich wahrscheinlich gar nicht erstmal auf die Idee gekommen. Vielleicht habt ihr noch mehr so coole Ideen. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ne? Tschüssi!